Im heutigen Video geht es um das Thema Scapula alata, Winging Scapula oder abstehendes Schulterblatt zu Deutsch. Wir machen weiter mit dem Chris Assessment. Der hilft mir heute wieder. Wir zeigen mal so ein typisches Spannungsmuster, was in einem funktionellen Kontext wichtig ist, um euer Schulterblatt zu stabilisieren. Mit den Informationen aus dem Video wünsche ich euch wie immer viel Erfolg und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer. Und im heutigen Video geht es um das Thema Winging Scapula, also Scapula alata, ein abstehendes Schulterblatt. Eine Frage, die hier auf dem Kanal auch immer wieder kam. Und wir sind eigentlich immer noch mit dem Chris zugange. Danke, dass du am Start bist. Weil Chris hat, du hast zwar keine Schulterprobleme. Ne? Habe ich nicht. Aber wir haben halt gerade, vielleicht hat der eine oder andere auch das letzte Video gesehen zum Thema Leistenprobleme. Wir haben halt beim Chris seine funktionellen Defizite herausgestellt. Nummer 1, Rotation in der Brustwirbelsäule. Genau. Und ich habt ihr im letzten Video gesehen, da habe ich euch und auch dem Chris eben diesen aufgebrochenen Kniestand mit Rotation, mit Stab vorgestellt. Ne, das ist eine einfache Progression. Und das wird der Chris jetzt natürlich auch die nächsten Wochen erstmal trainieren. Aber wir haben uns natürlich auch Spaß gemacht. Ich habe dem Chris mal gezeigt, okay, wo, in welchem funktionellen Kontext, bei welchen Übungen fährt man denn die Rotation ab? Weil du kommst ja aus dem Calisthenic-Training. Viele von euch werden aus dem klassischen Fitness-Training gerade zuschauen. Und da hat man ja so gut wie nie eine richtige Rotation. So, ne, und da habe ich dem Chris mal einer meiner Lieblingstools vorgestellt. Gab es ja auch schon ein, zwei Videos auf dem Kanal. Die Klappe. Ne? Keine Angst, das wird jetzt kein Klappe-Video für die, die dieses Tool nicht kennen. Aber ich habe dem Chris gezeigt, wenn du mal ganz kurz einen Schritt zurückgehst, dann mache ich das eben vor, ein Klappe-Swing, ne? Weil hier wird die Rotation der Brustwirbelsäule halt benötigt. So, und da ist uns eigentlich gar nicht so viel aufgefallen bei dem Schwung selber. Allerdings, ja, das ist eine Ausgangsposition, diese 90-Grad-Haltung. Ne? Das könnt ihr zu Hause jetzt, bevor ihr denkt, ihr müsst euch eine Klappe erholen, auch einfach mit einer Kurzhantel nachprobieren. Ne? Und Chris, stell dich mal ins Profil. Ne? Und genauso, ne? Da ist uns, der Chris macht das jetzt ganz natürlich, so wie er es auch eben gemacht hat. Ne? Vielleicht ein bisschen nach vorne schieben hier, genau. Dann sieht man beim Chris hier diesen Vorsprung. Ja? Und das ist die Schulterblattkante unten, die rauskippt. Ja, vielleicht kann ich hier eine Grafik des Schulterblatts, das sieht von der Seite so ein bisschen aus wie so eine Banane, das liegt eigentlich hier, ja, und ist nach vorne gekippt. Und das ist ja auch eine Sache, die uns in der Haltungsanalyse bei dir aufgefallen ist oder womit du auch schon mal gesagt hast, so, das finde ich auch nicht ästhetisch. Genau, das Schulter. Genau, ne? Dass du so das Gefühl hast, die ist, oder nicht das Gefühl, sondern du siehst, die ist halt so gekippt. Die ist so sehr weit nach vorne rotiert, gekippt einfach. Genau. Und das Schulterblatt guckt dann immer auf uns. Genau. Das ist auch, ich meine, ich sehe es ja hier auch auf YouTube, ich gucke mir ja auch ein bisschen so die Konkurrenz an, sag ich mal. Auch bei klassischen Fitness-YouTubern immer Thema, ne? Nach innen rotierte Schulter. Ne? Und dann, was wird einem da verkauft? Brustmuskulatur, genau. Solche Sachen. Eigentlich nur mal Brust mobilisieren hier vorne oder aufdehnen. Genau, ein bisschen Zugübung, Rotatorentraining, um diese Schulterblätter nach hinten zu ziehen. Ne? Und wir haben, also erstmal auch für euch zu Hause wichtig ist, in Wahrheit die Rückenstrecker zu aktivieren. Aber, ne, und das ist jetzt sehr kontraintuitiv für die meisten, den Serratus anterior hier unten richtig zu aktivieren. Und wie das geht, ja, das zeigt der Chris euch jetzt mal, genau, mit der Hand, weil, genau, das ist eine super interessante Aktion. Ich habe dem Chris dann gesagt, okay, wir bauen uns hier wieder auf. Die Haltung, die Grundhaltung ist hier wieder wichtig. Hier, Leute, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Dreiteiliger Videokurs für alle Zuschauer hier kostenlos, wie ihr eine korrekte biomechanische Grundhaltung und Körperspannung aufbaut. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Chris baut hier sehr stark die Spannung über den Latissimus auf. Ja? Und jetzt das Schulterblatt ist nach vorne gekippt, ne? Spannung ist auch im Nacken. Ja, und jetzt drückt der Chris genau das Schulterblatt an den Körper. Er schiebt sozusagen diese Hantel, ja, wenn wir das mal zusammen einmal machen, das fällt hier eigentlich alles so. Ja? Und Chris genau, schiebt nach vorne und die Hantel nach oben. Ne? Noch ein Stück, noch ein Stück.
Yes, jetzt bist du da. Ja. Ne? Mach mal ein paar Mal diese Bewegung, damit das die Zuschauer auch sehen. Ne? Genau, super. Mach nochmal die Winging Scapula, Scapula Lata, abstehendes Schulterblatt, jetzt aktiviert und dann, boah, wird das ganze Konstrukt nach hier und nach außen gedrückt und wenn du es mal kurz wieder locker lässt, ne? Wo merkst du die Hauptansprache, wenn du das machst? Die Hauptansprache, die merke ich unterm Schulterblatt quasi. Ja. Also genau da an der Stelle, wenn ich es wieder reindrücke in die richtige Position. Ja, das kann man bei dir schön sehen, wenn du mal den Arm ausstreckst. Ja. Vielleicht kannst du das auch schon umsetzen. Okay. Ja, genau. Aha, sehr gut. Das kann man beim Chris wunderbar sehen. Niedriger Körperfettanteil, einen schönen ausgeprägten. Ja, geht so. Ne? Ja, für dich nicht, aber ich hau mal ein bisschen Kontrast aus dem Video, dann bist du auch härter. Hier, der Serratus anterior, der ist das. Ne? Fühlt sich fast an wie der Latissimus. Ne? Da werden auch in ein paar Fasern des Latissimus mit der Spannung reinkommen, aber du siehst, wie er jetzt hervorspringt. Ne? Genau. Das ist unser Zielmuskel. Wie gesagt, auch hier für euch nochmal, die jetzt keine Klappbell haben. Interessant wirklich bei der Klappbell ist, der Schwerpunkt ist weit oben, das Ding, das fällt nach vorne, hilft tatsächlich bei der Übung besser, aber ja, das kann man auch, merkst du, so ein bisschen schlechter geht das mit der Kurzhantel, ne? Aber ist auch... Weil sie leichter ist. Ja. Bei schwerem, also mehr Gewicht ist einfacher. Ja, genau. Ja, die ist nur ein Kilo schwerer. Ne? Ach so, Klappbell. Aber merke ich direkt schon. Genau, ne? Aber hier bei der Klappbell kommt ja, oben der Klappstecker hinzu. Ja. Nur mal am Rand, also da wird auch in Zukunft mehr kommen. Ja, das ist nochmal so ein kleiner Turn. Ja, eine kleine Extra-Technik. Ja, gegen Scapula Lata. Probiert es mal zu Hause aus. Ne? Macht das Video gleichzeitig an. Das sind natürlich Sachen, da kommt man so ein bisschen an die Grenze, das auch aus dem Video heraus zu lernen. Aber ihr konntet das jetzt sehen, ne? Ihr wisst jetzt, was die Zielmuskulatur da ist. Macht das Ganze, das seht ihr gerade nicht hinter der Kamera, steht direkt der Spiegel, der Chris konnte sich im Spiegel sehen. Ohne Spiegel wäre es für mich auch sehr schwierig, diese Ansprache zu finden oder in diese Position zu gehen. Also es ist wirklich besser, einen Spiegel parat zu haben und wirklich zu gucken, ob man auch Beckenmovement macht, ob alles in der richtigen Position ist. Genau, dann hat man die Sichtresonanz, genau. Du siehst das Palmen und dann kann man sich das auch, ich glaube, du könntest das jetzt auch schon ohne Spiegel machen. Ja, ich weiß ja, ich kenne jetzt die Bewegung, dass ich das auch so machen könnte, aber am Anfang, wo wir vorhin geübt haben, konnte ich es gar nicht. Die ersten Trainingseinheiten immer mit Spiegel, ich trainiere nach wie vor so oft es geht mit Spiegel. Ich habe hier natürlich die Studio-Umgebung, aber auch zu Hause oder ja, man kann das auch immer wieder realisieren. Ne? Genau, ja. Und ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, eure Fragen in die Kommentare. Wie gesagt, nochmal, checkt das Biomechanik Mini-Workout aus. Dreiteiliger, kostenloser Videokurs für euch. Link ist in der Beschreibung. Weil da lernt ihr richtige Haltung, richtige Körperspannung. Grundvoraussetzung für alle, auch für alle Videos, Videotutorials im funktionellen Kontext, die ich hier in Zukunft auf dem Kanal bringe. Chris, danke, dass du am Start warst. Immer wieder gern. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.